Master Cormac, was verdanke ich die Ehre? Ich wollte Vorräte aufnehmen, als ich hörte, der talentierte Captain Cook sei hier. Auf ein Wort? Zu euren Diensten. Wie immer. Ich suche nach einem Mann. Captain Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Der Entdecker? Ich hörte von ihm und seiner illustren Familie. Ich muss ihn sehen. Ah, entsendet ihm einen Gruß. Oder nicht. Vor ein paar Tagen segelte er ostwärts mit Kurs auf Anticosti. Gewiss. Ich rate zur Vorsicht. Oh, ich war bereits dort. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich segle Richtung Conception Bay, falls ihr weitere Unterstützung braucht. Vielen Dank. Anticosti ist aber eine Stadt der Assassinen. Der Großmeister ist erfreut, Shay. Was ihr in New York vollbrachtet, nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ordnung wiederhergestellt ist. In New York gab es nie Ordnung, Gist. Aber ohne Hope, vielleicht. Es mag euch nicht leicht gefallen sein, Freund, aber ihr tatet das Notwendige. Das sage ich mir auch immer. In New York sind wir die Assassinen fast los. Und es ist nicht so, als hätten sie nicht versucht, euch das Leichenhemd anzuziehen. Ihr hattet keine Wahl. Ich beschloss, das Los der Templer zu teilen. Und wir sind froh, dass ihr es tatet. Wer weiß, ansonsten hättet ihr euch an Master Kenways Schwertspitze wiedergefunden. Das mag sein. Wohl gesprochen. Seht, Shay, durch Hopes Tod habt ihr nicht nur euer Leben und das von New York vor dem Gift der Assassinen bewahrt. Ihr habt auch erfahren, wohin uns der Weg führt. Unsere Aufgabe ist einfach. Eine Gruppe von Mördern an der Zerstörung einer weiteren Stadt zu hindern. Gewöhnliches Tagwerk. Sollte in der Nähe sein, Captain. Zur Rückseite des Forts segeln. Die einzige Stadt, die wir auf 100% gemacht haben. Aber ich frage mich, ob es nochmal nach Tubenz geht. Die ist berühmt für seine Schiffswracks. Sie glauben vermutlich, niemand traue sich in so gefährliche Gewässer. Niemand außer Narren und Verrückten? Gebt Acht auf diese Eisberge, Captain. Den offenen Konflikt vermeiden. Anführer der Gesetzlosen finden. Damals sind wir hier hingekommen, um den Aufenthaltsort von Washington herauszufinden. Nun sind wir hier, um den Aufenthaltsort vom Chevalier zu finden. So, der Weg hier hoch war ein bisschen komisch. Schnellreise ist bestimmt nicht verfügbar.
Na, erkennst du mich noch? Dort. Hier lang. Diese Dokumente zeigen nichts als verfluchte Symbole und Unsinn. Der Franzose war immer ein Geheimniskrämer. Aber er hat bestimmt einen großen Schatz gefunden. Da bin ich sicher. Natürlich kriegen die das da hinten mit. Ich hätte ihn einfach hier reinlocken sollen in den Busch. Ach Mann. Besser zurück zur Morrigan. We'll surprise him soon enough. Keep running. Also toll. I have a clear shot. Lost sight of him. We have to find him again. Ready to open fire. I see him. Da eben 90% mal wieder. Gehst, keine Wange, ich bin gleich da. Wir müssen fort, Jay! Da widerspreche ich euch nicht. Segel setzen! Beeilung! Wir sind unterlegen, Sir! Royal Navy! Yeah! Es ist und bleibt ungewohnt. König Georges Männer übernehmen die Piraten. Wir haben unsere eigene Schlacht zu schlagen. Templer sei Dank, wir haben den König auf unserer Seite. Die Flucht war knapper, als ich erhofft hatte. Aber wir haben, was wir brauchen. Dann wissen wir, wo des Chevaliers Schiffe hinsegeln? Nicht ganz. Aber wir haben die Mittel, es herauszufinden. Cook muss diese Karten deuten. Dann sollten wir Kurs auf Neufundland nehmen. Ach, das Glitzern in den Kristallen ist ein Fragment. Ja, 100% hätte ich kriegen können. Jetzt sind es nur 90. Master Comac, so bald hatte ich euch nicht wieder erwartet. Ich habe de la Vérendryes Reisekarten.
Aber der Kerl hat sie verschlüsselt, ich verstehe sie nicht. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Seltsam. Eine uralte Chiffre. Einmal sah ich sie bereits. Ich könnte sie zeichnen. Oder ihr könntet mich begleiten. Finden wir de la Vérendrye. Ein dringendes Anliegen. Also dann, segeln wir wieder zusammen. Okay, wir nehmen euers. Ich wette, euch verbindet etwas mit unserem Freund de la Vérendrye. Ach, schade. Eine sofortige Abneigung. Wie konnte ich ihnen nur vertrauen? Freunden, die einen solchen Schurken dulden. Mein Gott, was hat der Mann euch angetan für solchen Hass? Ich kenne ihn nur als Spross einer Familie von Entdeckern, welche die Grenzen der bekannten Welt ausgedehnt hat. Von den wenigen Begegnungen mit ihm kann ich sagen, dass er sehr aufbrausend ist. Oh ja. Ihr wollt sagen, dass er ein streitsüchtiger Bastard ist. Aber übertreffen seine Taten seine Worte? Solche Taten machen natürlich auch arrogant. So, wie ihr seht, habe ich etwas Geld ausgegeben. Ich bin nämlich nochmal zurück nach New York, habe Munition gekauft, habe da ein bisschen das Schiff noch ausgerüstet, damit ich es doch nicht so schwer hier habe. Die Mörser waren ja wieso alle. Sechs Schiffe. Zwei große, vier kleine. Ah, die Mörser spare ich mir noch ein bisschen auf. Jetzt sind es ja nur noch die zwei großen. Was ist jetzt? Sie wollen uns entern. Habe ich auch noch nie erlebt, dass das auch die anderen machen können. Ich glaube, das hätte die Seefahrten viel cooler gemacht, wenn auch die anderen uns angegriffen hätten und dann versucht hätten, uns zu entern. So, das war's mit ihm. Noch drei. Noch zwei. Guck mal, Chevalier wartet da hinten. Oh nein! Wollte eigentlich reparieren. Großsegel setzen! Haltet Achtung! Wir haben Feuer! Wir haben uns getroffen! Wir haben verfehlt. Feuer! Feuer! Feuer!
Und das ist ja so ein schwimmendes Wrack, unser Schiff. Also der Chevalier meinte am Anfang des Spiels ja immer, die Moby gehen könnte nix. Das wäre nur ein Haufen Schrott. Der Schnee wurde geschickt, um uns zu verwirren. Er wird uns nicht lange aufhalten. Und vielleicht können wir sie ja so überraschen. Reichweite der Mörser! Mehr weiß ich nicht! Voraus, Captain! Ach, das war doch nicht Chevalier! Kollisionen mit Eisbergen vermeiden! Das ist er! Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Level die legendären Schiffe bei Black Flag waren, aber ich schätze mal alle auf diesem Level. Das ist die Gerfaut. Lässt mich bis zum Schluss. De La Verendrye ist zurückgeblieben, um uns aufzuhalten. Und das mit Sicherheit freiwillig. Stufe 75. Das ist so riesig, das Ding. Man brennt. Jetzt habe ich ihn aber mal richtig eingeheizt. Bleib stehen. Scheiß Franzose. Voller Karacho drauf. Er flüchtet. Er flüchtet. Das schwimmende Wrack ist doch wohl ein bisschen zu hart für dich, was? Burn, Motherfucker, burn! Jetzt habe ich einen Eisberg geschliffen. Geschliffen, ich glaub's nicht. Nur ein Ziel eliminieren. Das mache ich auf meine Art. Thank you.
Bauerntölpel? Glaubt ihr immer noch, die Templer haben recht? Jawohl, vollkommen. Du Bastard! Felix und Liam fahren bereits nach Norden! Hope hatte recht. Ich gebe eine gute Ablenkung. Die Ablenkung von der Ablenkung. Endlich ist er tot. Konnte den Typen von Anfang an schon nicht leiden. Danke für die Hilfe, Captain Cook. Gern geschehen, Captain Cormac. Mit euch zu segeln ist wahrlich interessant. Der Ärger verfolgt uns, das stimmt. Sagt mir die Wahrheit. Gehört ihr zu einer größeren Organisation? Zur Admiralität. Ihr erhaltet wohl euren Befehl direkt von ihrer Majestät, oder? Selbst wenn, dürften wir es nicht sagen. Hier, nehmt diese Karten. De La Vérendrye braucht sie jetzt nicht mehr. Wir werden uns bei euch melden wegen zukünftiger Reisen, Captain. Hab Dank. %. Aber auch wieder so kurz vor Ende. Nun wird es Zeit, das Ganze zu beenden.